Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mit euch gemeinsam die Gebäude und Fahrzeuge, die bis jetzt bekannt sind, anschauen. Und wir fangen mit diesem Screenshot an, wo man fast schon erschlagen wird von Informationen. Hier sind so viele Gebäude zu sehen. Aber wir gehen jetzt einmal kurz Stück für Stück ganz schnell durch. Hier haben wir als allererstes den Turm einmal, den Aussichtsturm. Kennen wir genauso von Jurassic World Evolution 1, hat sich nicht geändert, genauso wie diese Strommasten und Stromleitungen. Die sehen noch identisch aus. Dann ist auch noch irgendein Gebäude, das kann ich aber leider nicht erkennen, weil es zu klein ist. Und hier der Zaun, der hat sich auch leicht geändert. Das sieht man besser hier auf der rechten Seite, wenn ihr hier mal guckt. Hier ist so ein bisschen rot unten. Ich hoffe, das kann man erkennen. Zeige ich euch gleich auf einem anderen Screenshot noch ein bisschen genauer. Aber also entweder ist es so, dass man die Zäune dann einfärben kann und so ein bisschen individualisieren kann. Oder ist es einfach ein neues Zaunmodell, das kann auch sein. Hier haben wir so ein Industriegebäude. Was ist das denn hier? Sind das hier so Solarplatten oder sowas? Das ist auf jeden Fall neu. Also ich wüsste jetzt nicht, was das für ein Gebäude aus Jurassic World Evolution 1 sein sollte. Hier daneben haben wir das Expeditionszentrum, denke ich mal. Sieht zumindest dem von JWE 1 sehr ähnlich. Und dahinter, das hier weiß ich nicht, was das ist. Auch wahrscheinlich irgendein Industriegebäude. Hier dann daneben, ich mach das nochmal weg. Daneben sieht aus wie ein Umspannwerk. Das sieht, glaube ich, auch identisch aus wie das aus JWE 1. Und dann kommen wir, glaube ich, schon in die Besucheranlagen. Da haben wir nämlich einmal hier, ich glaube, das ist ein Eingang. Hat ein sehr, sehr interessantes Dach auf jeden Fall. Und das sieht so aus, als wenn hier die Leute rauskommen. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie so ein U-Bahn-Eingang oder so eine U-Bahn-Station, gehe ich von aus. Weil normalerweise war es ja immer so, dass die in so einer, mit so einer Einschiene oder Monorail gekommen sind. Und das hier sieht eher so aus, als wenn das alles unterirdisch ist. Dann haben wir hier so eine Main Street quasi. Mit ganz, ganz vielen Gebäuden auf der Seite und auch auf der anderen Seite. Oh Gott, ich mach das Gekritzel weg. Da erkennt man gar nichts mehr. Das sehen wir, glaube ich, gleich auch nochmal genauer. Ich kann euch nämlich jetzt nicht sagen, was das für Gebäude sind. Ich sehe hier aber auch, also das hier wird wahrscheinlich ein Arcade sein, so vom Dach her. Aber ansonsten sehen die Gebäude relativ neu für mich alle aus. Ich sehe jetzt keins, das hier ist noch vielleicht die Toilette. Aber ansonsten sind die, glaube ich, alle neu. Das ist keins aus Jurassic World Evolution 1 auf den ersten Blick. Und dann haben wir hier natürlich das Innovationszentrum. Das hat sich, glaube ich, fast gar nicht geändert. Das sieht noch ziemlich identisch aus. Und dann kommen wir zu einem Highlight, nämlich hier hinten. Das ist, glaube ich, ein Aviarium in einer ganz anderen Form und Art. Mit Glas. Habe ich so auch noch nie gesehen, finde ich aber super interessant. Sehen wir gleich auch nochmal von innen. Und ansonsten, hier haben wir noch das Entwicklungslabor. Das sieht noch identisch aus. Dann haben wir hier noch diese Gyrosphären-Tore. Die sehen auch noch identisch aus. Und ich glaube, sonst kann man hier nichts weiter erkennen. Hier haben wir nochmal ein Foto von der Main Street aus einer anderen Perspektive. Da kann man dann auch die Läden ein bisschen erkennen. Das hier scheint auf jeden Fall ein neues Gebäude zu sein. Ein Filmstudio oder sowas. Oder vielleicht ein Kino. Ja, eins von beiden wird es wahrscheinlich sein. Rechts haben wir das Bowling Center. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Das sah in JWE 1 anders aus. Dann das hier ist gar nicht die Arcade. Das habe ich ja vorhin fälschlicherweise wegen diesen Zacken wie Arcade gehalten. Aber gut, es könnte eine Arcade sein. Ne? So hier mit dem Logo da oben. Könnte das ein A sein? Bin ich mir unsicher. Und das hier scheint auch, glaube ich, irgendwie so Souvenirkrams zu sein. Dahinter sind auch noch zwei Läden. Also das hier und das hier. Kann ich aber auch irgendwie nicht genau zuordnen, was das ist. Aber es ist krass, ne? Das sind wirklich alles neue Geschäfte und Läden. Ich hoffe, die alten von JWE 1 haben wir dann trotzdem noch, dass wir noch mehr Auswahl haben als sowieso schon. Und dann sieht man hier noch natürlich das Innovationszentrum und auch das Aviarium nochmal. Hier haben wir einen Screenshot von einer kleinen Industrieanlage. Die Gebäude sehen super interessant aus, die haben einen ganz anderen Stil. Sind jetzt alle so grünlich. Ich frage mich, ob man die farblich anpassen kann, so ein bisschen. Weil die sind jetzt alle in so einem grün-weißen Stil. Den habe ich jetzt gerade auf den Screenshots gar nicht gesehen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das alles so ein bisschen anpassbar ist. Man sieht hier auf jeden Fall einige Gebäude mit Helikopterlandeplatz. Das spricht natürlich dafür, dass es neue Funktionen gibt und mehr Funktionen. Soll es ja sowieso geben. Also dieser ganze wirtschaftliche Aspekt und Management-Aspekt soll ja alles ein bisschen ausgeweitet werden und interessanter werden. Das finde ich auch super, super wichtig. Für mich von außen jetzt hier einzuschätzen, welches Gebäude was macht,
ist natürlich fast schon unmöglich. Aber so vom Gebäudestil her finde ich die schon alle ziemlich schick, muss ich sagen. Und wenn man dann die Farben anpassen kann, finde ich das auch cool. Was mir noch auffällt, ist hier der Helikopter. Der ist auf jeden Fall auch farblich ein bisschen anders. Also auch eins der Fahrzeuge, was neu ist. Und hier unten ist so ein anderer Jeep. Ich glaube, das ist der Jeep, den wir im Trailer gesehen haben. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und ja, die Wege sind relativ standard. Das sind einfach graue Wege und die Zäune sehen jetzt auch relativ standard aus. Hier auf dem Screenshot war übrigens auch noch ein Helikopter. Den habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Sieht farblich auch ein bisschen anders aus. Der sieht so aus wie der Helikopter aus dem Jurassic World Film. Wie heißt der Typ denn noch? Der den fliegt und dann in das Aviarium knallt. Also ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine. Also sieht der Helikopter ein bisschen aus von den Farben. Dieser Screenshot zeigt jetzt nochmal das Aviarium von innen. Das Glas sieht sehr cool aus. Und auch allgemein dieses ganze Gestell und sowas. Hier fehlt halt nur die Atmosphäre, aber das ist sowieso allgemein momentan noch so, dass die ganzen Lichteffekte und Nebel und sowas fehlt. Das habe ich ja schon in den letzten Videos gesagt. Ja, ich finde es interessant von der Form, muss ich sagen. Aber ich hoffe, man kann bei diesen Aviarien auf jeden Fall ein bisschen variieren. Auch von der Gestaltung hier drin und sowas, das wäre cool. Aber es sieht schon so ein bisschen so aus, als hätte man das selber hier gestaltet, ne? Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Frag mich halt nur, wie das dann funktioniert mit dem Terranodons, ob die dann wirklich so frei fliegen und sowas. Das ist schon alles sehr interessant. Aber ich muss auch sagen, wenn ich hier auf die Umgebung achte, diese ganzen Gebäude, die sind alle neu. Auch hier, ich glaube, das ist der Eingang von dem Aviarium, ich bin mir aber nicht sicher. Das sieht alles neu und anders aus. Echt interessant. Hier auf diesen Screenshots achten wir jetzt eher so auf den Hintergrund, nämlich die Gebäude. Da haben wir hier, glaube ich, so eine Beobachtungsgalerie. So sieht das fast aus für mich. In so ein bisschen anderen Stil. Kann man leider sehr schlecht nur erkennen, weil das halt ein bisschen Tiefenschärfe hat und die Kakteen davor sind. Der Zaun, der ist, glaube ich, einer, den es auch schon vorher gab bei JWE 1. Und hier auf dem Bild haben wir tatsächlich auch ein paar Besonderheiten. Das hier ist ja der Zaun aus Jurassic Park 3. Von einem Spino-Gehege war es, glaube ich. Den hatten wir auch schon in Jurassic World Evolution 1. Aber was mir aufgefallen ist, guck mal hier die Rundung an. Weil es hier bergauf geht. Also das ist schon was Besonderes. Das hatten wir vorher nicht so cool. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also die Zäune scheinen sich da jetzt richtig gut der Landschaft und Umgebung anzupassen. Finde ich cool. Bei Jurassic World Evolution 1 hatte man teilweise dann so Ecken und Kanten drin, wenn man auf ungeraden gebaut hat. Das war mal schwierig. Und das Tor sieht auch relativ identisch aus, aber die Farben sind anders, wenn ihr hier seht. Da ist so gelb und weiß drin. Könnte ich mir wieder vorstellen, dass das allgemein dann auch einfach anpassbar ist, dass man die Farbe ändern kann nach Belieben. Ihr könnt jetzt nochmal das Gyrosphärentor sehen. Das hat sich soweit nicht geändert, nur so ein ganz bisschen vielleicht. Und hier diesen Zaun mit dem Rot, den ich vorhin meinte. Also das ist echt interessant, weil von der Form her ist das ein Zaun, den ich schon kenne. Aber ich glaube, dieses Rot da unten, das ist auf jeden Fall neu. Ob man es jetzt anpassen kann oder nicht, das werden wir herausfinden. Also farblich jetzt. Ich weiß nicht, was das hier ist, wenn ich ehrlich bin. Diese kleine Station mit der Antenne. Keine Ahnung. Scheint aber auch irgendwas zu sein, was das Verhalten der Dinos vielleicht beeinflusst oder das Gehege überwacht oder sonst was. Und dahinter ist dann nochmal das Entwicklungslabor. Und das könnt ihr hier nochmal ein bisschen genauer sehen. Sieht ein ganz bisschen anders aus als das von JWE 1, aber jetzt nicht großartig. Also von der Form und sowas hat sich das jetzt nicht groß geändert. Vielleicht so ein paar Metallbalken hier oben haben sich vielleicht verändert. So ein bisschen die Tore mit den Farben und sowas. Ich glaube, viel mehr ist da nicht anders. Und jetzt kommen wir schon zu den Screenshots aus dem Announcement-Trailer. Da ist es natürlich so, dass die Sachen nicht unbedingt im Spiel sein müssen. Aber ich gehe davon aus, dass die zumindest ja ähnlich oder genauso im Spiel sein werden. Die Sachen, die wir hier in dem Trailer auch sehen konnten. Da haben wir nämlich hier als erstes, brauche ich glaube ich jetzt nicht umkreisen, ihr seht's, diesen Jeep, den haben wir gerade schon von oben gesehen. Der ist optisch auf jeden Fall auch ein bisschen anders, mit einem schönen Dach hier. Der Ranger steht da hinten drauf, was ich sehr cool finde. Nicht schlecht, also sieht ganz cool aus. Ich hoffe, den kann man dann farblich auch ein bisschen anpassen. Und da gibt es dann verschiedene Varianten, damit wir auch unsere Rennformate in Jurassic World Evolution 2 fortführen können. Dieser Screenshot ist leider ein bisschen verschwommen, aber hier kann man wieder ein paar Industriegebäude sehen. Ist natürlich jetzt wieder schwer zu sagen, was hier was ist. Aber die sehen schon so ähnlich aus wie die, die wir gerade schon vom Ingame-Footage gesehen haben. Das hier könnte auch wieder irgendwas mit Strom oder sowas sein, so sieht das zumindest aus. So in der Art. Hier ist auch noch so ein kleines Gehege, keine Ahnung, was das sein soll. Und hier ist nochmal ein anderes Aviarium. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir auch so eine runde Kuppel kriegen.
Hier seht ihr die nochmal besser. So ist die auch, glaube ich, im Film gewesen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich hoffe wirklich, dass wir bei den Aviarien dann mehr Freiheiten und Abwechslung haben. Hier auf diesem Bild kann man nochmal ein neues Fahrzeug sehen, das auch mal so komplett anders ist. Ich konnte es leider nicht genau lesen, was hier steht. Ich zoome da gleich auch nochmal ein bisschen ran. Gehen wir gleich mal drauf ein. Sieht auf jeden Fall so aus wie irgendwie ein Tierarzt oder ein Dinosaurierarzt, weil der fährt hier zu einem anscheinend erkrankten Nasutoceratops. Ja, man kann es leider echt nicht lesen. Das letzte Wort hier ist Unit und das fängt irgendwie mit Medical vielleicht, irgendwie sowas. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwas mit Tierarzt oder sowas ist, wegen der Situation hier, denke ich mal. Das Logo kann man leider auch nicht erkennen. Also ich habe auch im Trailer geguckt, ob ich es lesen kann oder sowas. Habe ich leider nicht hinbekommen. Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es gerne rein. Ist aber ein sehr cooles und interessantes neues Fahrzeugmodell. Und Leute, zu guter Letzt, der Mosasaurus, der am Ende kurz angeteased wurde. Der sieht vom Model so cool aus, da freue ich mich schon drauf. Aber der verrät uns natürlich, dass es ja Unterwasseranlagen geben wird, Unterwasser-Viewing-Galleries. Ich hoffe, dass die dann so wie im Film sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich kann euch gleich nochmal einen Screenshot zeigen, dann erkläre ich euch das nochmal genauer. Ist vielleicht ein bisschen leichter. Aber ich gehe auch halt davon aus, dass es vielleicht dann auch eine Bootstour oder irgendwas in der Art gibt. Ich bin mal gespannt. Also so Transportsachen, außer die Gyrosphäre, haben wir jetzt ja gar nicht gesehen. Aber es gibt doch bestimmt auch für die Wassersaurier. Das wäre cool. Ja, man könnte jetzt viel spekulieren, aber ich will euch hier eher die Fakten zeigen. Wir gehen nochmal eben einen Screenshot weiter, dann erkläre ich euch mal, was ich vorhin meinte. Sowas in der Art hier, das habe ich ja schon mal als Mod selber erstellt. Falls ihr euch erinnert, im Film ist es dann auch so, dass die, ich glaube, nach dieser Haifütterung runtergefahren werden und dann auch nochmal einen unterirdischen Blick haben in das Wasser. Ich hoffe, sowas wird es auch geben. Das wäre mega cool. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass es hier so diesen Haifeeder dann geben wird. Aber eigentlich, wenn es den Moser gibt, muss es ja auch so ein paar Sachen geben, die den Moser interessant und spannend machen. Das waren jetzt erstmal alle Infos, die ich finden konnte. War ja auch eine Menge an Gebäuden und Fahrzeugen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und gut informiert. Dann lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.